Was geht ab, meine Z-Fighter? Osri hier mit einem kurzen News-Video. Es gibt kleine Neuigkeiten, doch außen vorweg wissen wir, heute ist Freitag. Dies wiederum heißt, ihr könnt mir eure Teams senden mit dem Hashtag Team Osaru für das Team-Rating-Video am Wochenende. Link dazu, wie ihr dran genau teilnimmt, ist in der Beschreibung. Und ich sag's ganz gut, es ist immer noch so, dass ihr mir nur die Sachen über eine Privatnachricht oder eine Mitteilung auf Discord, Twitter senden könnt, nicht Instagram, denn über Instagram habe ich keinen Zugriff auf meinen PC, damit ihr da Bescheid wisst. Und bevor wir dann mit den News weitermachen, für den heutigen Dragon Ball, wollte ich mal ganz kurz erwähnen, diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, für den 5. quasi, müsst ihr einmal 50 Stamina verbrauchen am heutigen Tag, aber ihr könnt auch die zuvor nicht eingesammelten Dragon Balls einsammeln. Wie und wo ihr welche Missionen machen müsst, was die Missionen sind, entnimmt ihr auch in den Link in der Beschreibung. Da habe ich ein Video dazu gemacht, da gibt es alle näheren Informationen dazu. Aber zu den heutigen kurzen News, und zwar wenn wir mal hier in den News-Section sehen, dann sehen wir, zum einen haben wir hier eine neue Stamina, nicht Stamina-Campaign, sondern über 3 Tage können wir jetzt uns 15 Dragonstones holen. Wir müssen einmal täglich von, also bis zu 120 Stones, nicht Stones, 120 Stamina verbrauchen, damit wir 5 Stones täglich über 3 Tage bekommen. Heißt, das sind 15 Stones für die nächsten 3 Tage. Und wenn wir einmal 10 Questgebiete machen, nicht täglich, sondern komplett in den 3 Tagen, bekommen wir 30 von den Incredible Gems. Aber wir sind eigentlich dafür hier, denn hier wurde quasi das Extreme Z Battle für den Free-to-Play-Gohan angekündigt. Wenn ihr den Free-to-Play-Gohan noch nicht habt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr ihn macht, ich habe ein Video dazu gemacht, der Link ist ebenso in der Beschreibung. Genau. Wann kommt das Ganze? Das Ganze kommt am 14.02. am Mittwoch, 7 Uhr morgens unserer Zeit, wird es ein Extreme Z Battle kommen für den Free-to-Play-Gohan. Das ist dann quasi das erste Free-to-Play Extreme Z Battle. Wie das Ganze verlaufen wird, wird wahrscheinlich ähnlich sein wie alle anderen Extreme Z Battles. Ob schwieriger wird, leichter wird, weil es Free-to-Play ist, wissen wir noch nicht. Was wir so ganz klar sagen können, ist quasi, das wurde geleakt von den Dataminern, riesen Shoutout an sie natürlich. Release Day, 14.02. Mittwoch. Und es sieht höchstwahrscheinlich so aus, es ist ja immer so, dass man in Extreme Z Battle, wenn man da bestimmte Charaktere nimmt, bestimmte Charaktere einer Kategorie, man mehr Schaden macht. Und hier wird das ganz klar, so wie es aussieht, dreht sich alles um Namek, die Namek-Saga sein. Und ja, es gibt eine Kategorie namens Namek-Saga, er hat nur keinen Leader, aber die Charaktere gibt es. Heißt, wir schauen uns am besten mal erstmal direkt die Charaktere an, welche sind denn in der Namek-Saga. Hier sind wir auf Dokkan Battle Wiki und da könnt ihr euch zum Beispiel schon mal anschauen und gucken, ah, den und den habe ich, dann kann ich den und den vielleicht ein bisschen ausbauen, Next Level bringen. Um mich dann für das Extreme Z Battle vorzubereiten, wenn ihr das quasi dann auch macht. Ich würde es denen empfehlen, das Free-to-Play. Den Gohan holt euch Free-to-Play, könnt ihr euch Free-to-Play auf 100% bringen, dann Free-to-Play Extreme Z Awaken. Also der wird dann auf jeden Fall noch ein Ticken besser und jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, aber wie ihr ihn bekommt, was ihr alles machen müsst, in dem Video dazu. Gut, aber wir sehen ihn schon zum Beispiel, ja. LF Freezer, wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn mitnehmen, Genio und so weiter und so fort. Und auch an der Stelle, Leute, alles was in JP kommt, kommt auch früher oder weniger in Global. Wir sind 4 bis 6 Monate dem japanischen Dokkan Battle hinterher. Heißt, das bekommen wir in 4 bis 6 Monaten. Speziell alles, was sich um das 3-jährige Jubiläum dreht, kommt zu unserem 3-jährigen Jubiläum. Und zwar Anfang Juli. Also könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Aber wenn wir sehen zum Beispiel, Gohan selbst ist ganz klar drin, ob es dann, heißt, den können wir mitnehmen und für sein Extreme Z Battle, ja, ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber es klappt, also es geht. Also wenn er da drin ist, dann nimmt ihn auch. Und der neue Goku auch, Free-to-Play Goku, zu ihm habe ich auch ein Video gemacht. Wenn ihr euch fragt, ob er überhaupt gut ist, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ansonsten, wissen wir halt, Gohan ist von Strength-Type, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir Agility-Charaktere haben, aber so gute Agility-Units in der Namek-Kategorie gibt es da nicht, nur Esser-Charaktere. Heißt, eventuell könnte man hier mal hingehen, Team bauen, vielleicht mit Heroes oder Villains, dann mit den Freezer reinbomben und so weiter und so fort. Ich denke, damit sollten wir auf jeden Fall eigentlich auch klarkommen, auch wenn wir nicht die meisten der Charaktere haben. Sofern wir dann mit den Agility zum Beispiel da reingehen, gegen Strength-Type-Typenvorteil haben, sollte das auch möglich sein, auf jeden Fall. Falls die ein oder andere sich fragen, hä, was macht Golden Freezer hier in der Namek-Saga-Kategorie? Das Problem ist halt, diese ganzen Golden Freezer sind entstanden durch Freezer-Base-Form, beziehungsweise alle anderen Freezer. Wie zum Beispiel der hier oder Baseform Freezer, alle anderen Baseform Freezer, der hier jetzt speziell nicht, der wird zum Int Freezer, aber alle anderen quasi, die quasi noch kein Awakening hatten, wie zum Beispiel der Freezer hier, der Freezer, die wurden alle halt durch das Resurrection F Event damals zu Golden Freezer und deswegen sind sie halt zwingend auch in der Namek Saga. Gut,
Anyways, aber das wär's dann quasi auch schon zu dem Newsvideo. Kurzes Newsvideo, wie gesagt, heute Abend wird auch gestreamt. Wann ich immer stream, entnimmt ihr aus dem Streamplan. Wäre cool, wenn ihr auf jeden Fall einschaltet, heute ab 19 Uhr. Dann freue ich mich auf euch, wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Zeit. Wir sehen uns. Peace.